84 positive, jetzt geht's doch endlich wieder hochwärts. Der Geldmangel ist Gott sei Dank so langsam aber sicher behoben. Aber wir müssen trotzdem sparen. Ich kann jetzt noch nicht so schnell wieder was bauen. Obwohl ich es gerne wollte. Das heißt also, ich muss unten in der, auf der Siedlung dann auch noch Zeugs bauen, damit ich die Saboteure rauskriege. Okay. So. So, was wollte ich denn jetzt hier machen? Ach so. zum einen wollte ich... Wie viel kostet 50? Hier noch eine hin. Und wir machen aber hier noch eine hin. Danke. So. Ach, und ein Weg. Ja, Weg konnte ich ja keinen bauen. Verdammt. Entschuldigt. So. Und dir wollte ich eigentlich jetzt auch noch Felder geben. 100 kosten die. Okay, plus wahrscheinlich 50, wenn ich neue... Nee, oh, die sind aber günstig mit 25. Ich hätte gedacht, die sind teurer. So. Und auch noch ein Weg und dann... Wow, haben wir wenigstens das heute erledigt. Sie so. Haben die Insel eines Mitspielers entdeckt. Oh, echt? Habe ich das? Wahnsinn. In der Orientsiedlung eines Mitspielers haben sich Gesandte angesiedelt. Ja, das ist doch toll, das freut mich doch. Ich weiß zwar nicht, was mir das jetzt bringt, wenn ich das weiß, aber danke, dass du mir das sagst. So, gucken wir mal, Gewürze, können wir denn schon wieder, oh ja, 28 Tonnen, das ist gut. So, also bringen wir mal wieder ein paar Gewürze hier hoch. Das meine Flotte so, übermittelt dem ehrenwerten Sultan regelmäßig meine Berichte. Das ist schön, dass er das tut. 1700, wir brauchen noch... Mehr als 2000, damit ich die zwei Feuerwachen, die zwei Dinger erstmal bauen kann. Und dann muss ich noch eine Feuerwache bauen. Beziehungsweise auch zwei. Und ich muss berechnen, die große Kirche kommt demnächst ja auch noch rein. Ach, Heilige. Hoffentlich habe ich jetzt. Okay, hier ist voll. Das heißt, zack. Spart uns erstmal Geld. Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Ja, immer dasselbe. Aber es ist mein Kriegsschiff, also von daher... Wie wäre es mit einem Kaffee? Ich glaube, das kriegen sie nicht clean, hoffe ich. Solange es bis eins ist... So, wo ist denn jetzt meins? Ach, da. Dieses Schiff ist der... Ach nee, hä? Wo ist meins? Nee, bin ich doof? Hier oben. Nee. Nee? Ach, hier. Oder wie jetzt? Hier ist meins. Sie sind auf einen Mitspieler gestoßen. Nee, das ist nicht mal. Hä? Welcher Punkt ist denn nur meins? Verdammt. Ein Mitspieler ist in einer Stadt zu mehr Einfluss gelangt. Ja, das ist schön. Das interessiert mich aber jetzt gerade eigentlich wenig. Wie viel haben wir? 1900. Naja, wir kommen langsam dahin. Sie haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Das ist toll. Das ist toll. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Echt schon wieder? Was stellt denn schon wieder keine Waren her? Die Holzfäller bestimmt. Nee, Hanf. Okay. 2000. Ja, ist mir aber zu heiß. Jetzt schon... hallo? Ah, jetzt. Jetzt schon das zu bauen. Dann habe ich aber da kein Geld.
Nee. Da warten wir mal gerade noch. Ach, ich hab... Ach, wie geil. Ich hab endlich... Ach, wie nice. Das ist hier dieser Palast. Oh, wie krass. Okay, da habe ich die Venison gefunden. Jetzt gucken wir mal, hat die denn was, womit man... Ach, ist eine Werft. Fisch handelt sie. Ja, aber Fisch habe ich selber. Aber die hat auch schon... Natürlich haben die Armee... Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, Holzfäller, ich weiß. Es ist, wie es ist. So, jetzt muss ich wieder warten, bis mein Gewürzschiff da ist, weil, damit ich hier mal, aber, also wir sind wenigstens aus dem Miesen wieder raus, das war mir wichtig. Ach ja, die Schenke brauchen die. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mein Dorf schon wieder komplett falsch geplant. Verdammt. So, 2300. Wie viel kostet die Schenke? Mal gucken, ob wir nutzt das, diese Baupläne, um in südlichen Gefilden sesshaft zu werden. Oh Gott, die kostet ja auch schon gleich 2000. Nee, sorry, da müssen wir echt noch warten. Da fehlen uns einfach, ja, das Geldliche gerade. Weil da werde ich wieder pleite. Nee, machen wir nicht. Was machen wir denn als nächstes am besten? Also wir aufsteigen können wir lassen, die noch nicht. Geht nicht. Ja. Da ist guter Rat teuer. Das hier, ach siehst du, was wollte der? Gewährt mir eure Unterstützung. 3 Tonnen Holz und 3 Tonnen. Weißt du, auch gut, weißt du, der hat 10 und 20 hier und will von mir jeweils 3 Tonnen haben, na klar. Und wo soll ich es hinbringen? Ach, auf See liefern, okay, na warte mal. 3 Tonnen von jedem, na gut, dann ist okay, dann ist klar. Ich hatte sie gedacht, die wollen das dort haben. 1, 2, 3, 1, 2, 3, gut. So, jetzt mal gucken, wohin? Dahin. Gut. Okay. So, dann machen wir das erstmal. Ihr habt euch wirklich für mich eingesetzt? Ne, natürlich, habe ich doch gesagt. Dieses Wir alle stehen tief in eurer Schuld. Eisen kriegen wir, krass. Das ist natürlich schön. Dankeschön. 24 Tonnen Eisen.
Gut. Das ist doch... Das lässt sich sehen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das ist doch mal sehr gut, dass es... Ja, ich weiß, Produktion kommt zum Erliegen. Lohnt sich für mich aber nicht, die stillzulegen, weil wir sie später eh brauchen. 2000, ja, jetzt geht's Gott sei Dank nach oben. Jetzt brennt's da oben, oder was? Och ey, das ist doch nicht dein Ernst. Oder was ist das? Ja, Verrußung, ja, ja. Die scheiß Feuerwache kostet mich doch aber auch 2000. Nee, 1000. Gott sei Dank, der Löschwagen wird sicher gleich ausrücken. Ja. Ich weiß gar nicht, wie weit geht die jetzt? Außer hier hinten, die haben nichts. Mal sehen, ob da wirklich jemand rausfährt. Hofft man ja. Na, bis jetzt sehe ich noch keinen. Ausrücken. Jetzt haben wir nur noch 1800 oben, oh Mann. Kugeln die sich selber an oder was? Eine Fresse, denn ist wohl nicht warm genug in ihrem Haus. Dass die sich selber ankokeln müssen. Oh Mann. Meine Frau sagt, ihr müsstet heilig gesprochen werden. Mindestens. Na, erhöhte Brandgefahr, ja, nu? Bis jetzt tut noch keiner ausrücken. Irgendwie komisch. Ich verstehe es nicht. Den Sinn. Ach Gott, das wohl. Nein, ich wollte. Ich wollte doch keine Steinstraße. Entschuldige. Falsch. Nein. So, ich wollte doch bloß normale Straßen haben. So, entschuldige. So. Ja, Ach, jetzt. Okay. Und ich wette mit dir, gleich brennt hier unten irgendwas. Das kommt. Ich hab's im Gefühl. Irgendwie. ...1800. Die Schenke kostet mich schon 1000. Ich meine, gut, wow, da würden wir aufsteigen, aber es lohnt sich auch nicht. Mist, was machen wir denn am besten? Wo machen wir jetzt weiter? Hier? Ach so, die Gebäude sind... Die Gebäude sind voll, ich hätte jetzt gedacht. Schöne wird ein Auftrag. So. Das funktioniert, Gewürze. Hier können wir auch Seide dann anbauen. Aber gut, da fehlen wieder Indigo, da müssten wir umsetzen. Egal. Ich habe eine wichtige Sache zu erledigen. Was? Könntet ihr mir dabei zur Hand gehen? In ihrer Stadt Goldford. Ja, ein Mönch wird gesucht. Okay. Ja. Sie haben die gesuchte Person gefunden. Ja, ja. Immer. Also, sowas war ja jetzt nicht so schwer. So. Zack. Ich frage mich zwar, was der Mönch bei uns wollte. Aber okay. Gut. So, da haben wir das. Okay, was sagt zur Zeit? Okay, gut. Was? Ich wollte schon sagen, was Kugel Schiffe dann denkt. Nee. Hier unten muss auch noch mal eine Feuerwache dann hin später. Für die letzten paar Häuserchen da. Damit wir auf der sicheren Seite sind. So, und wie viel kostet mich jetzt das Zimmermannsgedöns? 200, na das geht. Mist. Mit einem Ei wäre besser.
Gut, okay. Es ist doof, aber es tut mir sorry. Ihr müsst halt jetzt mal darunter leiden. Erfolg macht attraktiv. Ich bin der lebende Beweis. Oh Gott. Oh mein Gott. So, das heißt, wir müssten aber theoretisch die Feuerwache ist dort oben. Die Schenke muss ja noch hier hin. Ach du heilige Scheiße. Und wir brauchen da hinten noch mal ein Zimmermanns Dingens Bummens. Etwa eigentlich hier. Aber da haben wir, na gut, das Bauernhaus. Ein Dingshaus. Zack. Weg damit. Ich meine, gut. Fehlen uns zwar dann am Ende, aber so. Als wenigstens erstmal, dann kann der wieder die Hütten reparieren. Genau, der repariert die Hütten wieder, sehr schön. Schenke brauchen wir noch. Aber die kosten. Ja, toll, die. Ja, genau, die kostet 2000, scheiße. Kriegen wir also noch nicht. Nee. Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Warum denn wieder? Oh, wie ich's hasse. Wo ist es denn da? Och Mann, ich will doch. Oh nein. Komm. Ey, hör auf. Aus. Pfui. Pfui, pfui, pfui. Oh Gott sei Dank. Och, der lässt mich immer noch nicht in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur die Person. Ach, ich hasse Korsaren. Weißt du das? Ja, komm, mach das Schiff platt, Junge. Dann ist. Wäre ich doch bloß mit meinem anderen Schiff losgefahren. Ich komme wahrscheinlich nicht mal heil in der bei dem an. Nur wenn ich Glück habe. Und nein. Ich denke. Oh doch. Oh wow. Wow. Okay, ich komm doch heil an. Alter. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Ja, das ist schön. Nur zu. Für jeden das seine. So, meine Lieben, ich würde sagen, ich werde jetzt hier mal den hoffen, dass ich den Auftrag noch schnell erledigen kann, dass der mal hier ankommt. Und ja, dann werde ich hier erstmal ein kleines Päuschen einlegen. Und dann gucken wir mal in der nächsten Aufnahme, wo wir weitermachen. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Aber ja. Erstmal überhaupt gucken, wie die Videos bei euch ankommen. Allgemein so feedbackmäßig, damit ich dann auch mal ja, weiß, ob das euch gefällt oder nicht. Habt ihr in der euch anvertrauten Sache Neues zu berichten?
Oh ja, natürlich. Wir haben den Mönch gefunden, Herr. Ich bin froh, dass ich euch diese wichtige Angelegenheit anvertraut habe. Ja, ja, natürlich. Wem sonst? Ne? Endlich zeigt ihr etwas Initiative. Ach echt? Ich habe schon die ganze Zeit Initiative gezeigt, du Hohlbirner. Ja, egal. Ja, mit dem Auftrag, den wir jetzt abgeschlossen haben und noch ein bisschen Geld erwirtschaftet haben, würde ich hier erstmal ein kleines Päuschen anlegen. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen, Einschalten und dabei sein. Ja, würde mich natürlich freuen über positives Feedback von euch. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein, bis demnächst. Tschüss.